Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem monatlichen Aufgebraucht-Video. Jetzt im ersten Monat des Jahres 2020 habe ich sage und schreibe 25 Produkte aufgebraucht, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und damit wünsche ich euch schon ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe hier wie immer meine Excel-Tabelle liegen, wo ich alles festgehalten habe, wo ich vielleicht auch ab und zu mal runterspicken werde. Und neben mir steht noch eine Box, zu der komme ich dann am Ende noch, denn ich habe wieder was Schönes für euch gepackt. Denn wie in jedem meiner Aufgebraucht-Videos gibt es auch in diesem etwas zu gewinnen. Dazu erzähle ich dann aber am Ende mehr. Ja, und ich möchte heute mit euch über 25 Produkte sprechen, die ich leer gemacht habe. Davon sind 17 aus Beautyboxen und davon wiederum 7 aus diversen Adventskalendern von 2019. Es war tatsächlich nur ein Superflop dabei und dafür sehr, sehr viele Top-Produkte, die mir richtig gut gefallen haben. Sehr außergewöhnlich im Vergleich zu den anderen Monaten, aber es ist, wie es ist. Ich freue mich darüber und ja, es sind diesmal auch nicht 30 Produkte wie sonst. Ich habe einfach irgendwie nicht mehr leer bekommen diesmal. Aber ich finde, 25 ist auch eine gute Zahl und wir starten jetzt einfach mal mit dem allerersten Produkt. Und das ist für die Zähne. Da habe ich einmal diese Tube hier von Signal, die White Now Infinity Shine Zahnpasta in einem wirklich sehr hübschen Tübchen, Mädchentübchen, sag ich mal. Ja, sie soll insgesamt dreimal mehr Schein, Glanz bringen, einen Weißeffekt machen. Ich muss sagen, vom Geschmack her fand ich sie okay. Sie war nicht zu scharf, sie war nicht zu mild. Sie hatte so einen typischen minzigen Zahnpasta-Geschmack. Tatsächlich habe ich jetzt aber keinen wirklich bemerkenswerten Unterschied zu anderen weißmachenden Zahnpasten verwendet. Ich nutze ja da am liebsten Perlweiß zum Beispiel und da muss ich sagen, schneidet die ein bisschen schlechter ab. Darum bekommt dieses Produkt auch nur so eine neutrale Bewertung von mir mit 3 Herzchen. Ich hatte sie mal in der Glossybox gehabt und ja, das ist das erste Produkt. Das nächste Produkt hatte ich einmal in einer DM Glowbox. Das war eine der 4 Boxen, die man bei DM direkt kaufen konnte. Und die war in dem Motto Kokosnuss gewesen. Und passend dazu war da ein Shampoo drin. Das ist von OGX, das Coconut Miracle Oil Shampoo. Ja, für trockenes Haar mit 385 Millilitern. Es war das erste Mal, dass ich ein Shampoo von OGX hatte. Und von Duft her fand ich das auch sehr schön. So wirklich schön nach Kokosnuss. Nicht zu aufdringlich. Es war da und präsent. Es war zu riechen. Aber es war jetzt nicht so, dass mich das am Ende der Flasche hier irgendwie gestört hätte. Da ist ja oftmals so die Gefahr bei so speziellen Düften. Das hat mir gefallen. Die Reinigungswirkung fand ich auch gut von dem Produkt. Ich fand allerdings die Konsistenz ein bisschen merkwürdig. Es war eine Cremeform, aber irgendwie ziemlich fest. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, sondern man musste auch ordentlich drücken, damit es hier rauskam. Die Konsistenz hat mir, wie gesagt, nicht so gut gefallen und ich finde, meine Haare haben relativ schnell nachgefettet. Nicht extrem, aber mir dann doch ein Tick zu schnell, weshalb ich mir das nicht nachkaufen würde. So ziemlich solide fand ich das nächste Produkt und zwar einmal dieses hier. Das hatte ich auch in einer Glowbox, allerdings in dieser Pre-Box, die man vorab zugesandt bekommt, wenn man sich ein Ticket gekauft hat für die Glow und das dann entsprechend angegeben hatte. Und da war von Schwarzkopf Got to Be das Be Fresh ein extra frisches Trockenshampoo drin. Ich muss sagen, ich fand es okay. Es war jetzt irgendwie nicht so sehr überzeugend, wie ich es mir erwünscht hätte. Ich hatte gehofft, vielleicht nochmal eine Alternative zu Batiste zum Beispiel zu finden. Aber ich finde, dieses Produkt hier frischt nicht so gut die Haare auf wie zum Beispiel Batiste. Dafür macht Batiste wiederum einen größeren Weißschleier auf die Haare als wie dieses Produkt hier von Schwarzkopf Got2b.
Jetzt kommt es aber für mich letztendlich mehr auf den Effekt an, dass es die Haare auffrischt, wenn man sich mal einen Tag die Haare nicht waschen möchte. Und deswegen würde ich Batiste immer noch vorziehen und das hier dementsprechend nicht nachkaufen. Das nächste Produkt hatte ich im Dresdner Essenz Adventskalender drin gehabt und das war einmal dieses kleine Fläschchen hier, ein Badezusatz, der genau für ein Vollbad ausreicht. Und das ist der Badezusatz Oh du fröhliche Badezeit mit Bio-Shea-Butter und Pistazie. Und auf diesen Badezusatz hatte ich mich sehr gefreut, denn so beim direkten Riechen mochte ich den Geruch sehr. Allerdings fand ich ihn nicht mehr so schön in der Badewanne. Irgendwie roch er nicht mehr so schön nach Pistazie, sondern herber. Ich weiß auch nicht, nach was genau, ob das vielleicht in der Shea-Butter liegt oder so, keine Ahnung. Aber da hat mir der Duft nicht mehr so gut gefallen. Es war jetzt nicht Katastrophe oder so gewesen. Ich habe trotzdem drin gebadet und das war okay, aber ich war etwas enttäuscht. Was ich halt gut finde, das ist die Dresdner Essenz Naturell-Linie, also die Naturkosmetikmarke. Es ist vegan, das Produkt, und es machte auch einen schönen Schaum. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Shea-Butter da drin die Haut ein bisschen gepflegt hat. Also es fühlte sich angenehm an. Ich hatte keine ausgetrocknete Haut nach dem Bad. Also das war gut. Aber ja, wie gesagt, ich hatte irgendwie vom Duft was anderes erwartet. In der Glossybox hatte ich die Love Affair Badekugel drin. Da habe ich jetzt hier nur noch diesen Anhänger, denn die Badekugel selbst hat sich natürlich im Wasser wohlwollend aufgelöst. Leider viel zu schnell. Also das dauerte nur ein paar Sekunden. Da war diese riesen Badekugel schwupps weg gewesen. Es hat ordentlich gesprudelt, es hat auch etwas geduftet. Aber ja, so als solches fand ich, hat sich die Badekugel viel zu schnell aufgelöst. Was aber hier das Highlight ist bei Juwelkerze, dass sich in den Produkten immer Schmuckstücke befinden. Und so war in dieser Badekugel eine Kapsel drin. Und zwar diese hier. Und in meiner Badekugel, in der Kapsel, sind Ohrringe drin, die mir richtig gut gefallen. Ich hole die jetzt hier einmal kurz raus aus der Kapsel und dann zeige ich sie euch. Also wir haben hier so eine kleine Hänge mit Steinchen drin, die so grün-lila schimmern. Also sie reflektieren so ein bisschen und ja, es sind so eher kleinere, zierliche Steinchen, aber die gefallen mir sehr gut. Und dann hat man hier halt ganz normal so diese Ohrhängergeschichten, dass man sich dann so aufmachen kann. Ich kann mir die ja gleich mal ins Ohr machen. Ja, und was ich cool finde, ist, dass es 925er Sterling Silber ist. Also da dürfte es keine Probleme geben, wer da Probleme mit Nickel oder so hat. Ich mache mir die jetzt einfach mal hier kurz rein. So, Nummer 1. Ich habe sie bisher tatsächlich noch nicht getragen. Ich wollte dieses Video einfach mal abwarten, bevor ich sie euch in die Kamera, also wollte ich sie nicht jetzt tragen quasi. Ja, ich habe es jetzt einmal hier im Ohr drin. Schaut schon irgendwie zierlich aus durch den relativ kleinen Stein, aber ich finde sie echt schön. Sie funkeln so schön. Dieser Hauptton, dieser Grünton gefällt mir im Reflex. Dann auch mit dem Lila. Also darüber habe ich mich sehr gefreut, dass diese Ohrringe in dieser Farbe drin waren. Das fand ich irgendwie richtig gut. Und das hat mich dann an dieser Badekugel begeistert. Die Badekugel als solches, wenn man jetzt rein die Kosmetik betrachtet, ja, braucht man nicht. Das Produkt fand ich jetzt als solches nicht so gut. Aber der überraschende Inhalt war dafür ein Highlight umso mehr. Leer gemacht habe ich dann auch einmal dieses Fläschchen hier von Nivea und zwar Intimo-Waschlotion mild und frisch milde Pflege für tägliches Wohlbefinden mit Bio-Jojobaöl, Kamillenextrakt und Milchsäure. Ich nutze tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile spezielle Waschlotionen für den Intimbereich und achte da auch immer drauf, dass da halt Milchsäure mit bei ist. Das hat mir einfach meine Frauenärztin empfohlen. Und seitdem mache ich das auch so. Und dieses Produkt hier von Nivea fand ich wirklich sehr angenehm. Vom Duft wirklich schön frisch und
Hat auch sehr lange gereicht, man braucht ja nicht viel. Den Pumpspender finde ich super. Also das ist ein tolles Produkt, was ich euch empfehlen kann. In einer Limited Edition gab es dieses Set hier von Balea und das hatte mir die liebe Dani zugeschickt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das sind Zuckerölpeelings, einmal in der Duftrichtung Apfel und einmal in der Duftrichtung Plum. Und also der Duft von den beiden Produkten ist wirklich einmalig. Wirklich wie Streuselkuchen mit der entsprechenden Frucht, also Pflaume oder Apfel. Das hat mich sehr begeistert. Ein sehr, sehr intensiver Duft. Ich könnte mir vorstellen, dass der manchen zu intensiv ist, zu aufdringlich. Ich muss gestehen, ich war auch froh, dass hier jeweils nur 100 Milliliter drin sind, dass es dann schnell aufgebraucht war. Denn ich glaube, jetzt so ganz große Verpackungen mit 400, 500 Millilitern oder so, da wäre mir der Duft dann auch zu viel gewesen. Aber so fand ich das ganz schön. Ja, es ist ein Zuckerölpeeling und ich muss sagen, bei diesen Produkten war mir die gesamte Konsistenz ein kleines bisschen zu flüssig. Also ich hätte es mir etwas fester, etwas, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also so war es so ein bisschen eine Sauerei. Es hat schön gepielt, aber es war mir einen Tick zu sanft vielleicht auch. Also ich hätte mir dann noch etwas Gröberes oder ja, wie gesagt, festeres lieber gewünscht. Aber so muss ich sagen, sind solide Produkte. Wie gesagt, vom Duft her sehr speziell, irgendwie richtig, richtig toll nach leckerem Kuchen, aber halt auch sehr intensiv. Aufgebraucht habe ich auch einmal dieses hier von Ahava, eine Mineral Body Lotion. Die hatte ich in der Mia-Box drin gehabt. Sie kommt hier in einem sehr frischen Grün daher. Damals beim Auspacken empfand ich den Duft als sehr frisch. Bei der Anwendung tatsächlich ist es doch eher ein herberer Duft. 250 Milliliter sind hier drin und ich glaube, das ist doch eher ein Sommerprodukt, was den Duft und die Pflegewirkung betrifft. Durch diese herbe Frische, ja, also vom Duft her und von der Pflege her, es war halt irgendwie. Mir fehlt es für den Winter nicht ausreichend, was die Pflege betrifft. Ich hätte da noch eine Spur mehr Fett, sag ich mal, gebraucht, dass es noch ein bisschen mehr pflegt. Und ja, so also für den Sommer kann ich es mir gut vorstellen. Eine ganz liebe Zuschauerin hatte mir damals in dem Video, wo ich das Produkt aus der Box ausgepackt hatte, geschrieben: Achtung, Nicole, da ist ein Stoff drin, der ist nicht gut. Ich spicke jetzt einmal und zwar Chlorphenesin soll hier drin sein. Tatsächlich steht hier auf der Verpackung jetzt nichts drauf und die Umverpackung hatte ich schon entsorgt. Chlorphenesin soll halt schädlich sein und steht wohl auch unter Verdacht, krebserregend zu sein. Ich kann euch nur die App CodeCheck einfach mal empfehlen. Ich gucke da auch hin und wieder mal bei bestimmten Produkten, was die App so sagt, was da für Inhaltsstoffe drin sind und ob sie bedenklich sind oder eher nicht bedenklich sind. Was mich bei der App allerdings immer so ein bisschen stört, ist, dass dort keine Angaben zu den Mengen mit beistehen, die in dem Produkt drin sind. Tatsächlich ist es so, dass die EU da bestimmte Richtlinien hat. Es dürfen von bestimmten Stoffen nur bestimmte Mengen in Produkten drin sein, sonst dürfen sie in Europa nicht verkauft werden. Und das kann man jetzt schwierig bei der App irgendwie nachlesen. Ja, ich will jetzt auch gar keinen Vortrag halten über Inhaltsstoffe oder so. Ich bin auch kein Profi drin, bin ich ehrlich. Es gibt hin und wieder so einzelne Geschichten, wo ich auch drauf achte. Ich bin auch sehr dankbar, wenn ihr mir schreibt: Achtung, Nicole, da ist das und das drin, das ist vielleicht nicht so gut. Ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, dieses Produkt einmal aufzubrauchen, trotz der Warnung. Letztendlich soll sich einfach jeder selbst sein Bild machen, seine Meinung machen zu bestimmten Inhaltsstoffen. Und ja, wie gesagt, ich habe es jetzt einmal aufgebraucht. Ich denke, ich werde es mir nicht nachkaufen. Von daher spielt dieser Inhaltsstoff in diesem Produkt dann eh für mich keine Rolle. Ich mag einfach andere Produkte lieber, andere Marken lieber. Und deswegen ja, ist das Thema damit erstmal für mich, für dieses Produkt erledigt. Und wir machen weiter mit dem nächsten.
Richtig toll fand ich einmal dieses kleine Fläschchen hier von Kneipp. Ich muss sagen, es ist wirklich eines der besten Massageöle, die ich je hatte. Das ist die glückliche Auszeit und das ist hier so ein kleines Fläschchen. Es hat aber für einige Anwendungen gereicht. Hier sind 20 Liter drin und das hatte ich im Kneipp Adventskalender drin gehabt. Ja, und das ist hier mit Mohn tatsächlich und ich mag diesen Duft einfach so. Schon bei der ersten Anwendung, also mein Mann hat mir damit den Rücken massiert, haben wir beide gesagt, ja, das ist ein richtig toller Duft, bei dem man gut entspannen kann. Das Öl selbst ist sehr perfekt geeignet zum Massieren, ohne dass es zu schnell irgendwie weggetrocknet ist oder so oder zu fettig ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also das ist eine Geschichte, die würde ich mir tatsächlich auch in Groß wieder nachkaufen, wenn meine ganzen Öle dann irgendwie mal alle sind. In der Glossy Box hatte ich einmal diese Handmaske von Neutrogena drin gehabt, mit Sika, das ist wohl Tigergras, habe ich mich mittlerweile belesen. Ja, norwegische Formel, spendet Feuchtigkeit, 10 Minuten sollte man das einwirken lassen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was solche Produkte betrifft. Auf der einen Seite sage ich ja, die Pflegewirkung war da, es hat die Hände schön gepflegt, Feuchtigkeit gespendet, sie fühlten sich danach einfach schön an. Aber ich finde es schwierig, was die Materialien betrifft. Also die Handschuhe als solche, sie sind halt aus Plastik. Man hat hier irgendwie extrem viel Müll und ich weiß auch nicht. Also es ist, ich finde, man kann sich genauso gut mit einer normalen Handcreme oder reichhaltigen Handcreme die Hände eincremen, einfach einen Stoffhandschuh drüber anziehen und das Ganze dann über Nacht einwirken lassen. Das könnte ich mir zum Beispiel mit diesem Produkt überhaupt nicht vorstellen, weil es die ganze Zeit knistert. Ja, und den Stoffhandschuh kann man waschen, das schmeißt man in den Müll und das finde ich eigentlich irgendwie ein bisschen schade. So als solches, als Produkt, Pflegewirkung fand ich gut, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Wenn ich es nochmal in der Box habe, würde ich es nutzen, aber ich, nein, kaufen würde ich mir solche Handmasken nicht. Mal wieder leer gemacht habe ich einen All-Time-Favorite von mir und zwar diesen Augen-Make-up-Entferner von Garnier Skin Active. Der ja, 2-in-1 reinigt intensiv und pflegt die Wimpern, steht hier drauf. Das ist ein Zwei-Phasen-Gedöns. Das eine ist so eine transparente Flüssigkeit, das andere lila, das schüttelt man. Das bildet dann eine Emulsion und die trennt sich auch nicht so schnell voneinander. Es holt wirklich alles runter, egal ob wasserfeste Eyeliner, wasserfeste Mascara. Man muss wirklich nur ein paar Sekunden das Pad auf die Augenlider legen, es kurz einwirken lassen und dann lässt sich alles ganz leicht entfernen, ohne dass die Augen brennen, ohne dass da irgendwas gereizt wird. Und ich persönlich bin sehr empfindlich, was die Augenpartie betrifft. Also das kann ich immer wieder nur empfehlen, ein wirklicher Top-Favorit von mir. Ich glaube, ich habe meinen neuen Lieblings-Micellenreiniger gefunden und zwar von Caudalie. Das ist einmal hier dieses Fläschchen, was ich mir erstmal in einer kleinen Größe gekauft habe mit 100 Millilitern. Da gibt es auch noch größere Varianten, die dann entsprechend vom Preis her auch immer günstiger werden. Ich blende euch das aber hier einfach mal ein. Das ist das Micellar Cleansing Water mit Moisturizing Organic Grape Water, also mit feuchtigkeitsspendender organischem Traubenwasser und mit beruhigender Kamille. Und das fand ich wirklich richtig gut. Das hat sehr gut die letzten Make-up-Reste runtergeholt. Das hat auch wirklich Feuchtigkeit gespendet, so habe ich es zumindest auf der Haut empfunden. Es hat nichts gereizt, ich habe es sehr gut vertragen und es hat einen wirklich schönen, angenehmen, frischen Duft gehabt, ohne zu aufdringlich zu sein. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und das wird nachgekauft. Ich hatte mal in einer Box eine Gesichtsseife drin gehabt von Erno Laszlo. Das war eine Box von Look Fantastic in Kooperation mit der Marke. Und da war ein Stück Gesichtsseife drin, die war schwarz mit Holzkohle und sie sollte die Haut entgiften. Und ich fand die richtig gut. Aber die Marke Erno Laszlo und gerade dieses Stück Seife sind doch extrem teuer.
Ich suche euch das mal raus und blende euch das hier mal ein. In jedem Fall fand ich das gut, aber zu teuer zum Nachkaufen. Und darum freute ich mich umso mehr, dass in der Trendbox von TrendRaider mal ein ähnliches Produkt drin war. Und zwar hier dieses von Emona, die Charcoal Detox Gesichtsseife. Auch ein Stück Seife, was komplett schwarz ist mit Holzkohle. Aber dieses Produkt ist wesentlich günstiger. Auch das blende ich euch hier mal ein. Und ich muss sagen, sie gefällt mir besser als die teurere. Ich finde sie vom Duft her angenehmer als wie die von Erno Laszlo und sie hat einen mindestens genauso guten Job gemacht, das Gesicht sehr schön gereinigt, hat dabei die Haut aber nicht ausgetrocknet, was ich sehr schön finde. Ich nutze solche Stückseifen fürs Gesicht gerne unter der Dusche, also mit viel Wasser. Und ich finde es toll. Es tat meiner Haut gut und würde ich mir auch dementsprechend nachkaufen. Na, was schnupperst du? Wolltest du Hallo sagen? Hi. Ja, leg dich hier hin. Das nächste Produkt, und das fand ich auch richtig gut, ist einmal dieses hier von L'Oréal Paris. Eine hautberuhigende Maske mit Tonerde. Tonerde Absolu heißt das Produkt. Und das ist auch tatsächlich so eine rosafarbene Maske, so wie die Außenverpackung es auch vermuten lässt. Und die fand ich wirklich toll. Sie war irgendwie kühlend auf dem Gesicht. Sie ist nicht so extrem angetrocknet, dass man dann Schwierigkeiten gehabt hätte, das wieder runterzubekommen, sondern ganz sanft. Sie ließ sich leicht wieder entfernen. Sie hat wirklich etwas Beruhigendes auf die Haut gehabt. Vom Geruch her war kaum etwas zu riechen. Es hat nichts gebrannt. Und ich fand, die Haut sah danach einfach viel frischer aus und einfach. Ja, wie soll ich sagen? Es hat der Haut gut getan und das werde ich mir auch nachkaufen. Ich habe dann noch drei Gesichtssheetmasken aufgebraucht und da fange ich jetzt mal mit meinem großen Flop an. Und zwar ist das diese hier. Das ist mein einer großer Flop in diesem Monat. Diese Maske ist von Velmax Cellular Lift Age Defense Lifting Face Mask. Wo hatte ich die drin? In der Brigitte-Box, im Brigitte-Box Adventskalender war die drin gewesen und ich fand die einfach nicht schön. Ich muss sagen, die Passform der Sheetmaske war einfach nicht gut. Es stand hier extrem am Kinn ab und ließ sich auch nicht anlegen. Es war viel zu wenig Serum in der Maske. Also es fühlte sich relativ trocken an und dafür, dass so wenig Serum drin war, hat sie mir doch sehr auf der Haut gebrannt und deswegen ein absoluter Flop. Echt toll fand ich hingegen diese Maske. Die hatte ich im Zalando Adventskalender drin gehabt. Das ist eine Sheetmaske von Dewy Tree, eine Hyaluron-Sheetmaske. Und hier muss ich sagen, die Passform war schön. Die Maske war wie so eine zweite Haut auf der eigenen Haut. Es war sehr gut mit dem Serum getränkt und hat auch wirklich spürbar Feuchtigkeit gespendet, was ich mir halt auch von so einer Hyaluronmaske verspreche. Und deswegen ein ganz, ganz tolles Produkt. Und ich dachte, viel besser geht es eigentlich nicht, bis dann diese Maske daherkam. Von Mikura ist diese und das ist wirklich die allerbeste feuchtigkeitsspendende Maske, die ich bisher je hatte. Das ist eine Moisturizing Biozellulose Coconut Face Mask. Und die hatte ich in der Goodie Box, in dieser Extra Box gehabt, die ich bekommen habe, als ich mir da Gutscheine bestellt habe. Und diese Zellulose-Maske war eingepresst oder zwischen zwei so dünnen Folien, sag ich mal. Und das machte auch Sinn, denn diese Zellulose-Sheet-Mask ist wirklich sehr dünn und fein.
und war wirklich wie eine zweite Haut auf der eigenen Haut. Also man hat es aufgelegt und es war, schimmerte so leicht transparent die eigene Haut dann auch durch. Es war ganz faszinierend. Diese Maske hat wirklich die perfekte Passform. Ich habe oftmals das Problem, dass die Ausschnitte manchmal zu weit zusammenstehen oder gerade auch die Mundpartie irgendwie viel zu klein ist, dass ich mir das dann an den Seiten noch aufschneiden muss, damit ich mich wohlfühle. Die Maske war einfach perfekt von der Gesamtgröße, von den Ausschnitten, Augen und Mund, Nase, es passte alles, legte sich gut, schmiegte sich gut an die komplette Gesichtshaut an. War sehr gut mit Serum getränkt, was auch sehr angenehm, sehr verträglich war und was richtig gut Feuchtigkeit gespendet hat. Also ich hätte nicht gedacht, dass man solche Unterschiede bei so Sheetmasken tatsächlich feststellen kann, aber die hier ist wirklich das Beste, was mir bisher untergekommen ist. Dieses stylische Fläschchen habe ich auch leer gemacht und das ist von The Body Shop. Und das ist ein Serum, was ich im Adventskalender von The Body Shop enthalten hatte. The Body Shop Drops of Youth Concentrate. Ja, dieses giftgrüne Fläschchen war mit einer transparenten Flüssigkeit gefüllt. Ich habe jetzt hier extra mal so einen ganz kleinen Mini-Rest mal drin gelassen, um euch das zeigen zu können. Also es ist so ja, milchig, transparent und es ist nicht ganz flüssig. Man sieht, dass es bildet sich hier so ein Hügel quasi jetzt auf meinem Handrücken. Es hat nicht wirklich einen Geruch, wenn dann so ganz, ganz leicht ein bisschen in die frische Richtung. Und es fühlt sich, wenn man es jetzt hier so konzentriert hat, irgendwie erstmal ein ganz klein wenig glitschig an, aber es lässt sich sehr gut verteilen. Und es zieht auch extrem gut ein. Und ich hatte das Gefühl, dass es wirklich auch was bringt. Feuchtigkeit spendet, so ein bisschen die Trockenheitsfältchen um die Augenpartie, Mundpartie reduziert hat. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Es ist schon komplett weg. Es ist eingezogen. So fühlt es sich zumindest an. Ich mag den Style. Ich mochte das Produkt. Es ist eins der besten Serien, was ich bisher hatte. Richtig positiv überrascht hat mich einmal dieses grüne Tübchen hier von Dr. Botanicals. Hemp steht hier drauf, Hanf. Hemp-Infused Natural Nutrition Moisturizer. Ja, das ist eine Tagescreme mit Hanfsamenöl. Und ich fand die klasse. Ich habe dazu auch einen Instagram-Post gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr mir da schon folgt, aber ich blende euch hier mal das Foto von diesem Post ein. Hier sind 30 Milliliter drin und die haben meine Haut echt gut getan. Was ich so faszinierend fand, in der Zeit, wo ich die verwendet hatte, hatte ich kaum Pickel. Ich kann das eigentlich fast nur dieser Tagescreme zuschreiben. Es ist eine grüne Creme, die sehr nach frischen Blättern riecht. Also wenn ihr Blätter vom Baum pflückt und sie aneinander reibt, genau so riecht das so ungefähr. Das ist schon sehr speziell, aber irgendwie noch erträglich gewesen. Also ich fand den Geruch jetzt nicht schlimm. Es war eine grüne Creme, so ja, von einer ganz leichten Konsistenz. Die irgendwie von meiner Haut einfach nur aufgesogen wurde. Ich habe es aufgetragen und binnen Sekunden war es weg. Es blieb kein fettiger Film oder so zurück. Das hat mich echt begeistert. Ich fand die einfach toll. Die würde ich sofort wieder verwenden, wenn sie mir mal in die Hände kommt. Auch diese Creme fand ich richtig gut. Die hatte ich mal in der Barbara-Box gehabt und das ist von Yves Rocher, die Anti-Age Global, eine ja, Nachtcreme gewesen. Genau, Anti-Aging Comfort Cream für alle Hauttypen Nacht. Ich finde hier das Packaging sehr hübsch mit diesem Milchglas. Die Creme hatte eine irgendwie so fluffige Konsistenz gehabt. Und ich fand den Geruch einfach so schön. Und ich weiß, Gerüche machen nicht viel für die Haut, aber ich finde, sie sind wichtig fürs Wohlbefinden. Und ich mag Gerüche einfach und mir sind sie wichtig. Und hier mochte ich den Geruch sehr. So ein bisschen feminin, frisch, blumig würde ich ihn beschreiben.
Ja, eine tolle Nachtcreme. Im Vergleich zu Tagescremes natürlich schon reichhaltiger. Aber irgendwie hatte ich auch da das Gefühl, dass sie ziemlich leicht ist. Nicht zu drüber, nicht zu reichhaltig ist. Und das, obwohl es eine Anti-Aging-Creme ist, die ja eigentlich meistens doch sehr, sehr reichhaltig sind. Sie hat meine Haut gut getan und ich habe sie zeitgleich mit dieser Hemp-Tagescreme verwendet von Dr. Botanicals. Also auch ihr schreibe ich zu, dass ich relativ wenig Pickel in der Zeit hatte oder Unreinheiten. Ja, tolles Produkt, würde ich auch sofort wieder nutzen. Kommen wir zu etwas dekorativer Kosmetik, die ich aufgebraucht habe. Und im ASOS Adventskalender war einmal dieses Tübchen hier von Becca, der First Light Priming Filter, in einem ja, fliederfarbenen Tübchen. Und fliederfarben war auch der Primer. Er war relativ flüssig von der Konsistenz und hatte einen Schimmer mit drin, war so lavendelfarben. Und Lavendel hatte man auch herausgerochen. Ich muss sagen, ich fand ihn gut. Ich hatte ihn sehr, sehr gerne verwendet, wenn ich zur Arbeit musste. Er hat so einen Glow gehabt. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Glow vom Gefühl her gewesen. Also es ist definitiv mehr ein Produkt, was ich für den Winter hernehmen würde, nicht für den Sommer. Ja, hier steht drauf, hier Instant Fix for Bad Face Day. Also speziell für schlechte Tage. Schlechte Gesichtstage, wenn die Haut nicht so das macht, was sie soll, soll das einfach so ein tolles Produkt sein. Und ich muss sagen, es hat ja irgendwie so ein bisschen die Haut ausgeglichen, ein bisschen mehr zum Strahlen gebracht. Man sah frischer aus und es war eine gute Make-up-Grundlage und ich habe es sehr gerne aufgebraucht. Etwas enttäuscht bin ich von dieser Mascara hier von Love. Das ist die Love Rose Sculpting Volume Mascara. Die hatte ich auch im Adventskalender drin gehabt und zwar entsprechend natürlich von Love. Ich muss sagen, das Packaging gefällt mir sehr. Es ist sehr schwer von der Verpackung, sehr hochwertig in diesem Rose Gold mit diesen aufgedruckten Rosen. Das gefällt mir wirklich gut. Aber ich finde, die Mascara hat nicht so wirklich viel gemacht. So für den Alltag fand ich es noch okay, aber es hat nicht wirklich Länge oder Volumen gegeben. Ja, war darum eher enttäuschend. Was mich dann auch gestört hat, ist, dass ich davon ein bisschen Panda-Augen bekommen habe. Also nicht immer, aber immer wieder. Dann hat sich das hier unten alles abgestempelt. Ich war da schwarz, dann bist du nur noch am Wischen, dass das wieder weg ist. Und ja, fand ich nicht so toll. Und für den Alltag ist es sicherlich eine ganz gute Mascara. Wer da jetzt nicht wirklich viel Bäm haben möchte, aber ja, nicht mein Produkt. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht gelyncht, denn so viele schwören auf die nächste Mascara. Aber ja, ich finde sie solide. Aber sie hat mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen. Also ich verstehe den Hype dahinter nicht. Und zwar hatte ich hier eine Probegröße von der Better Than Sex Mascara von Too Faced. Ja, es war solide, keine Frage, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh wow, also das ist eine Mascara, die muss ich mir sofort nachkaufen. Da habe ich schon andere gehabt, die mehr konnten. Und deswegen wahrscheinlich war ich einfach so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir erhofft, mehr erhofft, aufgrund des Hypes um diese Mascara und ja, ich habe sie so gerne verwendet, ich habe sie aufgebraucht, aber ich kaufe sie mir nicht nach. Ebenfalls ganz solide finde ich einmal dieses Produkt hier von Catrice. Das ist das Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray mit Matt Finish. Ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass das Make-up über den Tag länger hielt. Aber Anti-Shine kann ich so nicht bestätigen. Also gerade die T-Zone hat bei mir trotzdem relativ schnell nachgeölt. Das finde ich ein bisschen schade und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Deswegen gibt es hier keine volle Punktzahl von mir. 50 Milliliter sind hier in so einer Flasche drin. Ich finde, auch da könnten Sie ruhig mal eine Flasche rausbringen, die einfach mehr Inhalt hat.
denn das verbraucht sich doch ziemlich schnell. Den Sprühnebel finde ich ziemlich gut, relativ fein. Da habe ich auch schon andere schlechtere Produkte erlebt. Von daher ein ganz solides Produkt, was ich okay finde. Jetzt sind wir auch schon beim allerletzten Produkt angekommen und da habe ich euch schon eine Flasche im letzten Monat aufgebraucht in die Kamera gehalten und jetzt habe ich einfach noch eine andere Duftsorte aufgebraucht, nämlich hier von dem Rituals Body Mists habe ich diesmal das Ritual of Ayurveda mit Indian Rose und Himalaya Honey aufgebraucht. Das ist so mit mein Lieblingsduft von den ganzen Duftreihen von Rituals. Und ja, der ist sehr fraulich und sehr schön. Ich mag aber fast alle Duftrichtungen von der Marke. Das habe ich auch schon neu in meinem Badezimmer stehen. Und ja, die besten Düfte finde ich, wenn man sich abends nochmal ein bisschen einnebeln möchte, ein bisschen Wohlbefinden schaffen möchte. Man kann es ja auch aufs Kopfkissen sprühen. Ich mag es einfach. So, ihr Lieben, das waren jetzt alle Produkte, die ich im Januar aufgebraucht habe. Und jetzt habe ich noch diese Box hier für euch. Nein, es ist keine Original-Barbara-Box, also was den Inhalt betrifft. Ich habe den Inhalt selbst zusammengestellt und werde euch da jetzt einen Blick reingewähren. Und zwar ist das dieser hier. Da habe ich unter anderem drin eine Lidschattenpalette. Die ist von Rivalde Loop Young. Die Marke gibt es ja leider nicht mehr. Also quasi vielleicht die letzte Chance, da nochmal was ranzubekommen. Sie heißt ja jetzt einfach nur anders eigentlich. Dann habe ich zum Beispiel mit rein einmal diese Kuchenbackmischung. Dann einmal ein schönes Maskenset von der Marke Mikura. Habt ihr hier Masken drin? Und da ist auch diese eine ganz tolle Gesichtssheetmaske drin, die ich so mega gut finde. Also der oder die Gewinnerin, die dieses Paket hier gewinnt, muss mir unbedingt dann mal schreiben, wie er oder sie selbst diese Maske findet. Da bin ich wirklich gespannt, ob es da gleiche Empfindungen gibt, was diese Maske betrifft. Dann habe ich euch einmal dieses coole Duschgel hier mit reingepackt. Ich habe es nämlich einmal noch im Backup stehen und dieses hier hatte ich jetzt neulich erst in einer Box gehabt. Da ich generell viele Duschgele in meinem Backup habe, gebe ich das eine natürlich sehr gerne an euch ab. Außerdem habe ich jetzt hier von Parsa noch eine Haarbürste mit drin, von Sante ein Contouring Bronzer. Dann passend jetzt auch zu meinem Aufgebraucht einmal ein Original dieser Gesichtsseife, die ich auch so gut finde, von Emuna, die Charcoal Detox, die ich wirklich ganz toll finde. Da habe ich auch noch ein Backup für mich da, von daher gebe ich da gerne eins ab. Dann habe ich hier von Aroma Garden einmal die Gold Boosting Lips, ein zellregenerierender Anti-Aging Balm ist das mit reingepackt. Hier ist ein Schmuckstück drin, welches verrate ich nicht. Dann ein passendes Set aus Lip Liner und Lippenstift von Alverde. Einmal von Love das Luxury Oil, da sind so kleine Goldpartikelchen auch mit drin. Ja, und dann noch zwei, drei andere Geschichten und ich glaube, das ist zum Beispiel eine, hatte ich auch mal in der Box, glaube ich, gehabt und da traue ich mich ehrlich gesagt nicht so ran. Das ist das The Ordinary AHA 30% plus BHA 2%. Ich hatte mir vorgenommen, es dann vielleicht doch auch selbst zu testen, habe mich jetzt aber erstmal für ein anderes Peeling entschieden. Und möchte das darum abgeben für jemanden, der sich traut, was mit höheren Prozenten herzunehmen. Denn 30% ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also meine Haut ist einfach zu empfindlich und wer normale Haut hat oder so oder nicht empfindlich ist, der kann es, denke ich, gut verwenden. Ansonsten verschenkt es einfach bitte weiter. Ja, und dann habe ich hier noch unter anderem, also hier sind dann noch weitere Produkte, aber ich glaube, das Video springt jetzt eh schon alles. Ich habe jetzt hier noch so ein Set von Kalu Cosmetics. Das mache ich euch einmal auf. Da habt ihr hier so ganz viele Tübchen. Da ist drin von einem Hydro-Lift-Gel über ein Power-Lift-Serum
Eine Hydrovital-Creme, eine Vitamin-Balance-Creme und eine Augencreme ist da auch noch mit drin. Also so ein ganzes Set. Ich glaube, das ist richtig cool, wenn man das dann in Kombination noch einmal testet. Das ist auch mit in der Gewinnerbox. Ja, und wenn ihr das gewinnen möchtet, dann seid doch bitte Abonnent meines Kanals. Das wäre Voraussetzung. Das müsste auch bitte sichtbar sein. Schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag. Was nehmen wir denn heute? Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal Butterfly. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Genau, Hashtag Butterfly. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich natürlich sowieso besonders freuen. Genau, das ist das. Ich schreibe euch alle Teilnahmebedingungen auch nochmal in die Infobox. Also liest da gerne nach. Generell freue ich mich auf den Austausch mit euch. Also schreibt fleißig Kommentare. Ich freue mich drauf, von euch zu lesen. Und damit darf ich mich auch schon ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch alles Liebe. Bis ganz bald, eure Nicole.